willkommen zurück zu einem neuen Video vom Shisha-Team. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir testen heute wieder einen neuen Tabak für euch. Und zwar von Smokies, der Litchi-Tabak. Litchi? Litchis, Runde 2. Runde Nummer 2, genau. Haben wir gedacht, hauen wir gleich mal hinterher. Auch hier ist der Preis wieder 17,90 € für die 200-Gramm-Dose. Und ja, ähnlich wie im anderen Video habt ihr hier natürlich auch wieder die zweite Verschlusskappe, die soweit dicht hält, also gut zum Transportieren. Und ja, dann gehen wir gleich mal zum Schnitt. Ein bisschen grob, aber gar keine Probleme beim Kopfbau. Wir haben heute die ENI 440 Click mit dem KS Apo Kaminaufsatz 3 Kohlen. So, kommen wir zum Geruch. Sagt man, oder? Ja, ganz klar. Haben wir hier beim Litchi-Tabak natürlich eine Litchi-Süße, Litchi-Note zu riechen. Ach so. Es gibt keine Minznote. Er riecht sehr fruchtig. Ich finde, relativ natürlich sogar. Also ich kenne jetzt nicht so viel Litchi wirklich natürlich. Ich kenne die aus der Dose. Das ist wahrscheinlich auch nicht so 100% natürlich. Aber der Geruch erinnert mich auf jeden Fall daran, wenn man so eine Dose Litchis aufmacht. Bin gespannt, ob der auch so schmeckt. Nochmal ziehen. Kommen wir mal gleich zum Geschmack. Ja, was kann man da sagen? Jetzt einfach nochmal. Ähnlich wie bei dem Ananas-Tabak könnte hier die Intensität einfach noch ein bisschen stärker sein, aber vielleicht ist es ja einfach gerade so, dass sie versuchen, den wirklich relativ natürlich zu halten. Es ist halt eine schön vollmundige Angelegenheit. Allerdings ist mir aufgefallen, wenn wir den hier mit dem Kaminaufsatz rauchen, dann hat man noch so eine erdige, holzige Beinote, auch wieder wie beim Pineapple. Ja, ich habe den gestern Abend im Lotus geraucht, da hat er mir ein bisschen besser gefallen. Also nicht im Lotus, hatten wir ja schon mal in der Sapphire Powerbowl mit dem Kalut Lotus Aufsatz. Da hat er ein bisschen intensiver geschmeckt, jetzt nicht viel doller, aber schon ein bisschen besser. Mückenalarm. Ja. Wow. One head catch. Also da könnt ihr wieder sehen, macht halt wirklich nochmal Unterschiede, in welchem Setup ihr verschiedenen Tabak raucht. Kann halt wirklich Unterschiede geben. Hierbei auf jeden Fall. Ansonsten eine schön fruchtige, süßliche Litchi-Note, auch im Geschmack. Wie gesagt, halt Intensität könnte stärker sein. Yeah, unsere tierischen Fans sind wieder am Start. Immer dabei. Ich wollte gerade den Döner von Max wegschnappen. Feiner Hund. Ja, also der Litchi-Tabak von Stanau, der hat mir einfach nochmal einen Tick besser gefallen, weil einfach so eine frische, spritzige Litchi-Note einfach dort vorzufinden war. Einfach noch ein bisschen leckerer, war schön abgerundet. Aber ja, wer halt auf natürlichen Tabak steht, könnte sich den auch auf jeden Fall mal kaufen und mal ausprobieren. Gibt von uns auf jeden Fall eine klare Produktempfehlung. Kommen wir zum Rauch und der Rauchdauer. Also wie ihr gerade gesehen habt, der Rauch ist wirklich sehr dicht. Raucht einfach super, kann man keiner zugeben. Man kann ihn auch locker hier mit den 3 Kohlen auf dem Kamin rauchen, ohne dass er kratzt. Das ist wirklich sanfter Rauch. Und ja, Rauchdauer, auch wieder anderes Smokies-Tabak, wie eigentlich alle Tabak, die wir hier vorstellen. Fast alle, es ist nun mal wirklich meistens gleich. 1 Stunde, 15 Minuten. Kann man ihn rauchen und wie gewohnt nach einer Stunde lässt der Geschmack eben nochmal nach. Aber alles im Rahmen. Der ist auf jeden Fall auch hitzebeständiger als der Pineapple-Tabak, den wir getestet haben im letzten Video. Ja, das finde ich auch. Das ist schon mal gut. Da muss man nicht so viel hin und her regulieren und aufpassen. Da kann man einfach die 3 Kohlen draufpacken und das läuft. Also gar kein Problem dabei. Ja, von daher, Fazit. Soweit ein leckerer Tabak, ein sehr natürlicher Tabak. Könnt euch den gerne mal kaufen, könnt ihr mal ausprobieren und uns natürlich davon auch erzählen, wie ihr den findet. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr den auch schon probiert habt, wie auch beim Pineapple. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut mal jetzt rein und schreibt da auch noch drunter, wenn ihr den schon mal probiert habt. Jo. Ansonsten checkt mal unsere Facebook-Seite aus, unser Instagram-Profil.
kriegt ihr alles nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu unserem nächsten Video und wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut, wir sind raus, euer Shisha-Team. Ciao, ciao. Ciao. Yeah. Gar nicht mehr zu sagen. Also der Litchi-Tabak riecht. Nach Litchi.